Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Weiter geht's mit dem Horror Oktober und Movie Counter. Wie viel haben wir schon? Ja, danke dir. Man sieht es hier vorne wieder mal. Es geht um den Film Let Us Pray. Und man hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Ich bin ziemlich erkältet, habe eine Grippe, also mit Schnupfen, Husten und ein bisschen Fieber. Aber da muss schon mehr kommen, um mich von den Videos abzuhalten. Vielleicht eine höhere Gewalt. Und da sind wir auch dann schon beim Thema dieses Films Let Us Pray. Der Name sagt es schon, er ist ziemlich religiös angehaucht, der Film. Und worum geht's eigentlich? Es geht um einen Typen, der entsteigt dem Wasser, läuft über die Erde zu auf ein Dorf und endet im Feuer. Also wir haben hier alle Elemente schon mal vertreten und der wird dann von einem Typen angefahren, der will Fahrerflucht begehen, aber das Ganze sieht eine Polizistin, nimmt den Autofahrer dann mit aufs Revier und auf dem Revier warten dann natürlich noch ihre beiden Kollegen, der Polizeichef sowie ein weiterer Insasse und zwar ein Lehrer und dann kommt auch noch ein Arzt hinzu. Da haben wir dann alle Protagonisten sozusagen aufgeklärt und alle bergen ein ziemlich böses oder fieses, dunkles Geheimnis in sich und nachdem der Wanderer dann wieder auftaucht, wollen sich alle gegenseitig an die Gurgel. So viel zur Story. Umgesetzt ist das Ganze ja recht spannend und auch ziemlich ansehnlich. Der Film ist mega brutal, also da gibt es wirklich heftige Szenen und auch heftige Wunden. Maskenbildner wieder absolut top. Ja, schauspielerisch ist das Ganze vor allem von dem Liam Cunningham hier. Hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen, den guten Typ hier als der Wanderer oder der Typ aus Zelle 6. Sehr geil umgesetzt, also das ist absolut hochgradig besetzt worden, gefällt mir wirklich sehr gut. Der Rest der Schauspieler, auch die Hauptprotagonistin, spielen recht solide. Kann man nicht großartig meckern. Das eine oder andere Logikloch gibt es natürlich auf, aber insgesamt ist der Film sehr stimmig, sehr spannend, cool umgesetzt, paar blutige Szenen. Was will man mehr? Netter, unterhaltsamer Abend gibt es da auf jeden Fall. Eingepackt ist das Ganze in einem super Mediabook, sehr wertig, mit sehr viel Text und Interviews, also nicht nur blöde Bilder. Und ja, das Ganze rundet dieses Gesamtpaket ab. Ich würde dem Film 7 von 10 Punkte geben. Ja, kommen wir zum nächsten Film. Movie Counter, wie viel haben wir? Ha. Und das ganz ohne Taschenrechner. Respekt, mein Freund. Ja, wie man hier vorne sehen kann, handelt es sich um den Film Jeepers Creepers im außerordentlich coolen Mediabook mit Lederoptik obendrauf, vorne drauf, auf dem Cover oder Umschlag sozusagen. Inhaltlich ist das Mediabook jetzt vom Booklet her nicht so toll und nicht so prickelnd und ich habe den Film selbst auch wesentlich besser in Erinnerung gehabt. Zur Story, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel sagen. Der Film hat mehr als 15 Jahre auf dem Buckel. Es gibt auch eine Fortsetzung. Teil 3 sollte mal kommen, sogar dieses Jahr auch erscheinen. Aber ich denke mal, das wird nichts werden. Brauche ich auch nicht mehr unbedingt. Denn ja, die erste Hälfte oder sagen wir mal die ersten 40, 45 Minuten dieses Streifens sind wirklich cool. Also sehr spannend mit einer dichten Atmosphäre. Endgeil, aber dann driftet das Ganze immer mehr ab. Die Schauspielerin, Hauptprotagonistin sagt in dem Film auch, ja, in jedem Horrorfilm gibt es diesen einen Moment, wo die Hauptprotagonisten was Dämliches tun und alle hassen sie dafür. Ja, das ist einer dieser Momente, aber leider auch nicht der letzte dieser Momente. Und spätestens ab da, wo man den Creeper dann sieht und die Katze aus dem Sack ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es vorbei mit der Spannung, dann driftet das Ganze in echt übermäßigen Trash von meiner Seite aus gesehen aus und ja, auch der Creeper sieht absolut lächerlich aus, das Ganze ist nicht gut gealtert oder vielleicht bin auch ich nur schlecht gealtert, wer weiß das schon, der Creeper sieht aus irgendwie wie das Ding aus dem Sumpf oder die Sachen, die hier Captain Kirk und Mr. Spock in den unzähligen Star Trek Serien mit ihrem Phaser neutralisiert haben, also unfreiwillig komisch und dann taucht auch hier noch à la Matrix das Orakel auf und tut die Hintergrundgeschichte des Creepers entmystifizieren, so à la Midi-Chlorianer und auch das trägt nicht zur Bereicherung bei in meinen Augen, also der Film muss man wirklich in zwei Hälften teilen, so wie der Creeper das ein oder andere Opfer, aber
Erste Hälfte, wie gesagt, von meiner Seite aus absolut genial. Zweite Hälfte sehr trashig, macht das Ganze echt kaputt. Aber zum Schluss gibt es dann noch ein versöhnliches Ende und somit vergebe ich dem Film 6 von 10 Punkte. Ja, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus!